Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Decarnation weiter. Beim letzten Mal haben wir ja das Geheimnis dieser ganzen Fassade, in der wir uns irgendwie... Also das Geheimnis dieses ganzen Szenarios so ein ganz klein wenig entschlüsselt. Also es war so, wie ich eigentlich von relativ Anfang an vermutet hatte. Bob und der Hausherr waren ein und dieselbe Person. Bob hat sich quasi nur als Butler ausgegeben, um das Vertrauen von Gloria zu erschleichen, was ihm ja auch nach einem gewissen Zeitraum gelungen ist. Und ja, nachdem Gloria jetzt allerdings hinter die Wahrheit gekommen ist, hat sie ihm natürlich gehörig die Meinung gegeigt, woraufhin Bob jetzt ziemlich eingeschnappt war und sie jetzt hier wieder in diesen Käfig zurückgesperrt hat und sie jetzt ein nicht mehr ganz so luxuriöses Leben in Anführungszeichen fristen darf. Also kein Kuchen mehr, keine besonderen Geschenke oder was auch immer. Und man darf gespannt sein, wie sich die ganze Sache jetzt so weiterentwickeln wird. Wir haben im Gegenzug jetzt die olle Kamera endlich kaputt gemacht und diese komische Gegensprechanlage. Und ja, was passiert jetzt? Was ist das? Hä? Was war das? Was ist das vor der Tür da? Das verstehe ich nicht. Also, ach so, er rollt uns dann immer so eine Dose runter, ja? Oder was, damit wir uns ernähren können. Okay. Erkennst du ihn, Gloria? Haha. Den wohligen Duft luftiger Pfannkuchen, frisch aus der Pfanne? Entschuldige, dass ich in letzter Zeit kaum hier war. Ich hatte viel zu tun. Und du? Was gibt es Neues? Köstlich. Du hast deine letzte Dose Ravioli gar nicht angerührt. Ein Hungerstreik wird dir auch nicht helfen. Soll ich dir vielleicht etwas vorlesen? Genau wie früher. Kunst und Unterhaltung aus der März-Ausgabe. Der Frühlingsmonat März. Die Blumen blühen und die Vögel singen. Okay, mal sehen. Film, Theater. Aldo Rivera, der Direktor des Black Swan, hat eine US-Tournee seiner Tanztruppe angekündigt, die von dem aufstrebenden Star Christa Chanel angeführt wird. Mehrere Termine stehen bereits fest, unter anderem Auftritte in New York und Las Vegas. Unglaublich! Die Amerikaner werden Mademoiselle Chanel lieben. Sie ist eine herausragende Tänzerin. Blödsinn. Was gibt es sonst noch? Oh! Oh, hier steht etwas über die frühere Operntänzerin Victoria Fontaine. Fontaine, der Name sagt mir was. Ist das nicht deine Mutter? Spar dir die Frage. Du weißt doch sowieso alles über mich. Sie war 64. Dass ihr letzter Vorhang schon in so jungen Alter fällt. Was? Gib das sofort her. Wie tragisch. Immerhin hatte sie eine denkwürdige Karriere. Du Arschloch, du lügst! Ich weiß es! Ach ja? Ist es nun Wahrheit oder Lüge? Güte oder Bosheit? Es macht nicht den geringsten Unterschied. Du begegnest mir immer nur mit Verachtung. Du solltest die Ravioli essen. Ich bring dir nämlich nichts anderes mehr. So ist es gut. Braves Mädchen. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass sie ihm die Dose Ravioli voll in die Fresse donnert. Vielleicht ist es ja noch nicht...
Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Entschuldigung. Ich könnte ihm sagen, dass es mir leid tut. Dass es mir hier eigentlich doch ziemlich gut geht. Nur das mit der Kamera war wirklich etwas übertrieben. Solange ich mich benehme, wird er mich schon am Leben halten, oder? Alles in Ordnung. Eines Tages wird ihm klar werden, dass es besser ist, mich gehen zu lassen. Vielleicht findet mich ja auch die Polizei, wer weiß. Geduld und Respekt. Mehr brauche ich nicht. Die Actionheldin spielen? Das ist der schnellste Weg auf den Friedhof. Ich komme ohnehin nicht von hier weg. Ich sitze hier eh fest. Also was bringt es, wenn ich mir Sorgen mache? Tja. Scheiße. Also hüpfen wir wieder rüber. Das war blöd. Ups. Okay, nochmal. Alles klar. Ja. Immer beim Grünen wieder den Knopf drücken. Denn nur so kommen wir gescheit auf die andere Seite. Redet ihr jetzt wieder mit mir? Ich könnte ertrinken. Damit wären alle Probleme gelöst. Ja, das könntest du. Vielleicht lassen wir das aber für den Moment. So jung, so talentiert, sinke ich auf den Grund. Ich meine, was haben wir für eine Wahl? Theoretisch wäre es jetzt tatsächlich am besten, nochmal zu versuchen, sein Vertrauen zu erschleichen, aber das ist halt ein gehöriger Kraftakt. Alles muss perfekt sein. Ein aufgeräumtes Zimmer zeugt von einem aufgeräumten Geist. Könntet ihr das in der Situation? Ich weiß es nicht. Irgendwie ist jetzt die Hoffnungslosigkeit mit am größten. Vielleicht geht es ja auf, wenn ich einfach hier warte. Ich werde schließlich nicht ewig hier sein. Ich frage mich gerade, ob die wieder alle dasselbe sagen. Starrst du manchmal auch in die Ferne und fragst dich, wäre es anders gelaufen, wenn ich nicht so stur wäre? Ich glaube, die sagen wieder alle dasselbe. Es ist quasi dieselbe Situation, nur dass jetzt halt hier in dieser Welt jetzt Abend oder Nacht ist. Und Grauschopf ist nicht da. Ich habe eine Münze geworfen und mir etwas gewünscht. Ich glaube nicht, dass mein Wunsch in Erfüllung geht. So, die Tänzerin tanzt weiter. Schau dir nur dieses Tor an. Ich würde jemanden umbringen, um in dieses Schloss zu kommen. Um in dieses Schloss zu kommen. Warum habe ich gesagt, ich wäre erleichtert? Warum habe ich nicht versucht, sie zurückzugewinnen? Wir hätten zusammen alt werden können. Tampons, Speck, Gemüse und Tiramisu. Ich hätte meine Einkäufe abholen sollen. Ich hätte Teil der St. Louis-Gruppe sein können. Niemand hätte mit mir konkurrieren können. Es waren alles dieselben Texte. So. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine andere Tageszeit. Also von daher... Nicht verloren, nur vergraben. Wer bist du? Oho, wen haben wir denn hier? Die Grazie von Faubourg, Mademoiselle Gloria. Hallo, Monsieur Magier. Ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, dass Sie in letzter Zeit ein paar riskante Spielchen spielen. Wie meinen Sie das? Sie wissen schon. Wir alle halten uns gern für die Flamme, aber eigentlich sind die meisten von uns nur das Wachs. Wie wäre es mit einem Spiel? Danach sollten Sie sich richtig gut fühlen. Ja, klar, warum nicht? Fantastisch, möge der Spaß beginnen. Ein Riesenspaß. Es ist wieder Memory.
Es ist wieder Memory. Die Regeln kennen sie ja, oder? Yep. Gut, dann wollen wir mal sehen, was sie wirklich können. Aber das wird jetzt schief gehen, oder? Das habe ich mir noch gemerkt. Jetzt strengen sie sich endlich richtig an. Aber den Rest habe ich mir leider nicht gemerkt. Handbeutel. Ganz schlechter Zug. Fuchs. Ich glaube, jetzt ist es nämlich viel schwieriger hier. Mond. Ja. Nee, keine Chance. Nie im Leben. Oh je, da haben sie sich vielleicht ein bisschen übernommen. Aber nächstes Mal klappt das bestimmt. Da bin ich mir sicher. Noch eine Runde? Nach einer so peinlichen Niederlage können sie doch nicht aufgeben. Nein. Nein, es reicht. Also gut, Mademoiselle Gloria. Merken Sie sich nur eines. Schafe ziehen gegen Wölfe immer den Kürzeren. Ich weiß ja nicht. Hier ist alles zu. Wir sind jetzt nur die linke Route gegangen, damit sie irgendwie den Magier dort einbauen konnten, ja? Ansonsten gehen wir jetzt einfach nur zu unserem Apartmentgebäude zurück, wie es scheint. Was anderes passiert hier nicht. So, dupdi-dupdi-du. Einmal hier, einmal da. Nee, hä? Jetzt sind wir hier. Frühjahr 1990, Paris, New York. Mit Christa Chanel in der Hauptrolle. Na, herrlich. Oder gehen wir jetzt ins Black Swan? Nee. Wo sind wir? Wo sind wir nur? Was ist das hier? Es darf wieder balanciert werden. Oh, und das Timing ist ein bisschen schwieriger. Ja. Ein bisschen schwieriger. Dein Scheiß ernst? Es ist dein Scheiß ernst. Und natürlich muss ich es schaffen, ne? Wie sollte es auch anders sein? Okay, das ist jetzt zumindest ein bisschen leichter. Das hat auch geklappt. Jiha. We did it. Was ist das? Nix. Was machst du denn hier? Hallo, Gloria. Hallo? Oder so ähnlich? Was macht ihr hier? Kann ich irgendwas mit euch machen? Achso, Moment. Hä? Ich kann euch schubsen. Kann ich euch da irgendwie reinschubsen oder so vielleicht? Das wäre ja lustig. Nee, schade. Ich dachte, die werden dann gefressen oder so. Oder dass man die vielleicht eventuell da so... Ah, doch, Moment. Hä? Ich kann die runterschubsen. Guck mal. Hui! Immer schön weg mit dem Bobs. Ja, die braucht nämlich kein Mensch. Die schillerndsten Masken und die härtesten Schalen verbergen mitunter den verdorbensten Kern. Oh, nu? Chaka, wir schaffen das! Wo haben wir uns das entführt? Die Müllsäcke werden wir in unseren Träumen auch nie los. Das Klo. Sind wir das? Hier komme ich nicht weiter. Oh, du bist auch da? Schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Einfach nur die Ständerpuppe, ja? Ja. Ich kann... Das sieht aus wie der komische Müllzerkleinerer, den wir in der einen Passage gesehen hatten. Wahrscheinlich müssen wir irgendwas tun, um sie zu befreien, oder? Bleib stark. Du hast schon viel Scheiße gesehen. Und du wirst noch mehr sehen. Und hier oben...
Ich weiß gar nicht mehr, wann ich zum letzten Mal einen Sonnenaufgang gesehen habe. Gehen wir halt stattdessen nach unten. Ich muss irgendwas sammeln oder tun. Und wahrscheinlich verschwinden dann die komischen Tentakelviecher auch nach und nach und dann bringt uns das nochmal in andere Abschnitte. Okay. So, da ist Bob. Kann ich... Ja, kann ich, aber warum sollte ich das tun wollen, frage ich mich gerade. Ich kann das Licht ausschalten. Scheinbar ist es gewollt. Das rote Licht macht diesem Viech nichts aus. Schade, ich hatte gehofft, dass er jetzt weiter nach links geht. So ist es natürlich ein bisschen unglücklich. Ja. Wow. Okay. Hat funktioniert. Die Badewanne füllt sich mit Wasser. Das war einmal sein Revier, aber jetzt ist es meins. Ich übernehme das Ruder. Seine Kraft und sein Gewicht werden ihm nichts nützen. Und wir werden sehen, wessen Angst der schlimmste Feind ist. Er kann mich nicht mehr aufhalten. Ja? Er kann mich nicht mehr aufhalten. Okay, gruselig. Wir lassen die Puppe mal Puppe sein und gehen stattdessen hier runter. Ja? Ih! Na, okay, alles klar. Ich hatte gehofft, aber... Na, ich muss das schon im richtigen Timing machen, ne, damit es funktioniert. So, Moment, zack. Und zack. So, und das ist natürlich jetzt gruselig. Gibt es eine gescheite Methode oder hätte ich ihn lieber nach unten locken sollen? Vielleicht hätte ich ihn lieber nach unten locken sollen. Der geht doch jetzt nicht nach unten, oder? Der wird immer hier oben bleiben. Aber Moment, wenn ich vielleicht so mache... Okay, hat funktioniert aus Gründen, die ich nicht begreife. Aber gut, es hat funktioniert. Die Wanne füllt sich immer mehr. Ach so, wird das Wasser dann da abgelassen aus dem Tank oder so vielleicht? Und deswegen füllt sich die Wanne? Zeig ihnen, aus welchem Holz du... Wow. Ich mag diese Kleiderpuppe nicht. Kann ich mich irgendwie gegen die Kleiderpuppe wehren? Ich glaube nämlich nicht. Ich schaffe das. Ein Schritt nach dem anderen. Kompass führt mich. Eieiei. Das hier wirkt jetzt schon irgendwie mehr so ein bisschen wie so eine Art Finale oder so, ne? Ich glaube, ich habe es schon wieder in der falschen Reihenfolge gemacht. Ich hätte erstmal hier anfangen sollen mit Licht aus. Damit ich mich dann links durcharbeiten kann. Weil so ist es schon wieder blöd. Mist. Okay, ja, das war zu vorschnell. Okay. Jo. Jo. Ja. Mist. Ach, komm schon. Dein Ernst? Jetzt sag mir nicht, der geht nach links. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Schnups? So, jetzt ist er verschwunden. Und nu? Hä? Warum kannst du jetzt auf einmal da durchgehen? Das ist doch einfach Bullshit. Weiter, weiter, weiter. Jetzt, jetzt. Ja, so ist gut. Alles klar. Okay. Alles kein Problem. Sieht aber nicht so aus, als würde das Wasser weniger werden im Tank. Schon wieder diese dumme Puppe. Mann, lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe.
Finde einen Weg durch die Furcht. Ich bin stärker als er. Ja, ich bin viel stärker. Chaka, das schaffen wir. Okay. Beim roten Licht wird er einfach nur langsamer. War mir das jemals aufgefallen? Nö. War das jemals relevant? Würde ich auch einfach mal fragen wollen. Dein Ernst. Hä? Komm schon. Du musst mir auch eine gewisse Chance geben, damit das funktioniert. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja. Ja. Nee, ja. Nee. Hilfe, 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 Hilfe. Wow. Kann ich das Licht ausmachen? Nein, soll so. Oh, wow. Und nu? Ah. Ah. Wanne läuft über. Und jetzt? Okay, jetzt habe ich alles jetzt habe ich alles aktiviert. Jetzt sind die vier Lampen dort unten an. Ich glaube zumindest, dass die vorher nicht an waren. Die Kleiderpuppe ist nicht mehr aggressiv. Und das ist wieder ein wunderbarer Moment, um dann einfach eine Pause zu machen. All diese Glorias, all unsere Ebenbilder, unser gesamter Kopf ist darauf geeicht, irgendwie dieser Situation zu entkommen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das auch schaffen werden. Für den Moment soll es aber erstmal wieder gewesen sein. Und ich sage dann einfach mal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.